herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir waren vor kurzem in Mauritius und haben sich gedacht, können wir dort eigentlich auch günstiger sein? Können wir auch ohne viel Luxus quasi die Insel erkunden? Und haben sich deshalb gedacht, dass wir uns einfach mal 3 Nächte in einem Luxushotel quasi einbuchen und 3 Nächte in einem Apartment und dann die jeweiligen Kosten gegenüberstellen. Und zwar in diesem wunderschönen Bereich werde ich für euch den Hotelpart übernehmen. Und die Apartment-Vivian, die hat für euch vor Ort noch alles abgedreht und zu der werden wir dann immer wieder mal so rüber switchen. Dann würde ich sagen, starten wir gleich einmal hinein. Aber zuerst beantwortet mir gerne mal diese Frage hier in den Kommentaren, würde mich nämlich riesig interessieren. Und jetzt habe ich genug geschnattert, los geht's. Wir starten, wie gesagt, mit dem Hotel hinein. Und da ist einfach der Hotelaufenthalt an sich natürlich das Teuerste, was man sich vorstellen kann. Also wir waren jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, in einem Hotel im Oberoi, was jetzt nicht unbedingt als eines der günstigsten Hotels bekannt ist. Da gibt es bestimmt noch günstigere Hotels, die ihr auf Mauritius einfach finden könnt. Also wir hatten dort eine Halbpension, die ich aber jetzt nicht in den Preis mit einberechne, damit wir das gut mit dem Apartment vergleichen können. Auf jeden Fall gab es dort natürlich wunderschönen Meerzugang, Blick aufs Meer. Nicht direkt aus dem Hotel, aus dem Apartment, aber auf jeden Fall waren wir schnell am Meer, sage ich jetzt mal. Das Hotelzimmer selbst war eigentlich eher mehr so ein ganzes kleines Häuschen, was man zur Verfügung hatte, mit einem großen Garten, einem großen Pool. Ja, also es hat dann nichts gefehlt. Es war wunderschön. Also ich kann euch ja ein bisschen was einblenden, wie immer. Und ja, wir waren dort auf jeden Fall sehr happy. Wir haben sich dort sehr gut aufgehoben gefühlt. Und ja, ich sage mal so viel. Also man hat dort noch so einen Mainpool dabei, was auch super cool ist, aber nicht wundern, ich habe hier wieder mein kluges iPad. Der Preis hat es in sich. Und zwar eine Nacht ohne Verpflegung, also ich habe jetzt so ungefähr Pi mal Daumen weggerechnet, kommt geschätzt auf 1700 Euro. Für ein Couple, also für uns beide. Ist eine Hausnummer. Und bei 3 Nächten kommt man hier auf eine stolze Summe von 5100 Euro. Ist eine Ansage, ist eine Hausnummer und wie gesagt, es geht bestimmt auch um einiges günstiger, wenn man jetzt in einem Hotel sein möchte. Ich habe jetzt hier absichtlich die Verpflegung weggerechnet, aber ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rüber zur Apartment Vivian und die soll uns sagen, ja, wie es bei ihr ausschaut und was sie dafür bezahlt hat für die 3 Nächte. Ja, hallo und herzlich willkommen aus unserem Apartment. Ich zeige es euch gleich ein bisschen detaillierter. Ja, gleich mal vorneweg. So viel haben wir nicht für unser Apartment ausgegeben für 3 Nächte, sondern da waren wir bei 96 Euro. Also sind wir bei 96 Euro, was wirklich grandios ist. Also ich glaube, ich hätte sogar noch mehr gezahlt dafür, für das, was wir hier zur Verfügung gestellt bekommen haben, was Lage betrifft und auch Ausstattung. Also wir haben hier ein super schönes großes Bett, wir haben ein tolles Bad mit einer Dusche, alles sauber, wir haben hier sogar eine Klimaanlage, dann haben wir sogar noch eine Küche mit riesen Kühlschrank, allem, was man so braucht zum Kochen und so weiter. Also ich würde sagen, wir sind hier auf jeden Fall super gut ausgestiegen mit dem Preis. Natürlich hat man jetzt keinen Meerblick oder ist in 2 Minuten am Meer oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, man kann das Meer von hier oben sehen. Man hat hier oben am Dach nämlich so einen wunderschönen Sonnenuntergang, den der Jonathan schon eingefangen hat für uns. Und ja, ansonsten hat man einfach Blick auf die Berge. Zwar auch keinen Pool, aber wie oft gehe ich in den Pool? deswegen, ja. Und wenn man das Meer eh sowieso gleich in der Nähe hat, ist das sowieso cooler. Auf jeden Fall, wir haben halt hier ein bisschen Abstriche machen müssen bezüglich dem Luxus, wenn man das jetzt mit dem Hotel vergleicht. Aber so im Großen und Ganzen, finde ich, haben wir es hier trotzdem ganz schön gut getroffen. Essen. Ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema für mich und Jonathan, denn wir sind so kleine Foodies, würde ich jetzt mal behaupten. Und deswegen waren wir im Oberoi richtig gut aufgehoben. Also dort gab es super leckeres Essen. Also wir hatten Halbpension dabei, die kommt auf 270 Euro pro Nacht. Und die läuft sich dann auf 810 Euro für 3 Nächte. Wenn man es jetzt so runterrechnet quasi, ist aber im Preis ja eigentlich inkludiert. Also einberechnet. Aber ja, was man halt dafür bekommt, ist halt auch High-End-Standard. Also das Essen war jeden Tag mega lecker. Frühstücksbuffet war super gut, abwechslungsreich. Dann hat man noch von der Karte wählen können. Dann gab es zum Abendessen auch die tolle Möglichkeit von einer eigenen vegetarischen Karte, die ich bekommen habe, oder halt auch die ganz normale Standardkarte. Ja, man hatte auf jeden Fall mehr als genug Auswahl. Es gab immer 3 Gänge, noch so ein Gruß aus der Küche und ja, wir haben sich da wirklich gut den Magen vollschlagen können. Aber 810 Euro, das sind halt auch, ist halt auch eine Hausnummer. Aber wie gesagt, wir waren hier in einem der teuersten und auch einem der besten Hotels wahrscheinlich auf Mauritius. Und ich sage mal so, wenn man einen bestimmten Anlass hat wie Honeymoon oder so, dann gönnt man sich auch mal. Deswegen, ja, nur dass ihr da Bescheid wisst. Aber
Gut, switch mir mal wieder rüber zum Apartment. Okay, also ich glaube, wir können hier jetzt nicht mit so einem ultimativen Mehrfachgängemenü für Frühstück und Abendessen auftrumpfen oder euch übertrumpfen im Hotel. Aber ich zeige euch mal, ja, was wir hier sonst so besorgt haben und wie viel die Preise hier so sind in den Supermärkten. Deswegen gehen wir mal schnell los. Ja, also wie man unschwer erkennen kann, sind wir gerade auch in einem Supermarkt unterwegs. Wir haben gestern hier schon 17 Euro liegen lassen. Ich kann ja mal kurz zeigen, was wir hier gekauft haben. Also ein paar grobe Sachen. Abends waren wir dann noch essen für 19,50 €, jeweils mit so leckeren Burgern und so leckeren Veggies. Und jetzt werden wir mal schauen, was der Einkauf jetzt kosten wird. Wir haben ja ein paar vegane Sachen gerade gefunden. Und ja, ansonsten zeige ich dann am Schluss, wie viel die 3 Tage uns hier gekostet haben. Also wir sind jetzt wieder zurück in der Unterkunft und ich habe mir jetzt mal alles durchgerechnet und ich kann schon mal so viel verraten. Wir unterbieten auch hier das Hotel um einiges mehr. Denn wir haben jetzt so für die 3 Tage, für die 3 Nächte hier insgesamt ungefähr um 70 Euro ausgegeben, waren dabei einmal in einem Restaurant essen, was super lecker war, aber was halt auch ein bisschen teurer war als sonst, ja, wenn man so im Supermarkt geht, wie immer. Aber natürlich hatten wir jetzt nicht unbedingt diesen Komfort, den man jetzt so hatte wie im Hotel. Wäsche waschen. Wäsche waschen ist nämlich auch so ein Thema für uns. Wenn wir jetzt, so wie bei dieser Reise, ungefähr 6 Wochen am Stück unterwegs sind, dann müssen wir halt auch hin und wieder mal unsere Wäsche waschen. Und ich habe mir da in Oberoi mal so eine Liste angesehen, die sie uns zur Verfügung gestellt haben, also die dort einfach aufliegt. Und ja, da standen ganz schön nette Preise oben. Und ich habe das mal so ungefähr durchgerechnet, wie viel es gekostet hätte, wenn wir uns dort die Wäsche waschen hätten lassen. Und ich bin da auf einen Preis gekommen von 93 Euro. 93 Euro für ein bisschen Wäsche waschen, ja. Und da war nicht mal dieser Trockengang quasi inkludiert, der hätte nochmal was gekostet. Deshalb, ja, eigentlich fast der Preis, den man bezahlt hat für 3 Nächte in einem Apartment auf Mauritius. Also, ja. Aber schauen wir mal rüber zur Apartment-Vivian. Ich glaube, die kann den Preis definitiv unterbieten. Okay, na bumm, das nenne ich mal eine Hausnummer zum Wäschewaschen. Ja, wir haben es ein bisschen klüger hier gemacht. Und zwar haben wir eine Waschmaschine zur Verfügung, sogar hier auch was zum Aufhängen. Und die Wäsche ist gerade auch schon wieder in der Waschmaschine drinnen. Und wir haben dafür Waschmittel gekauft und zwar für 1 Euro. Ja, für 1 Euro und es ist noch super viel übrig. Also wir könnten unzählig oft gefühlt die Wäsche waschen, wenn man es jetzt vergleicht mit deinem Hotelangebot. Deswegen, ja, würde ich sagen, schneiden wir hier auf jeden Fall besser und günstiger ab. Jetzt kommen wir zum Transportmittel, also entweder ein Taxi oder ein Auto, was man sich mieten kann. Wir verstehen zum Beispiel, dass viele einfach sagen, wenn sie jetzt in einem Hotel kommen und ein Hotel sich einfach gebucht haben, sie möchten einfach nur die Taxifahrt dorthin haben und that's it. Ich habe mir das mal so ausgerechnet, Taxi vom Flughafen hin und dann wieder zurück zum Flughafen kommt wahrscheinlich so auf die 120 Euro. Also nicht pro Fahrt, sondern insgesamt. Und wenn man dann aber auch sagen möchte, hey, ich möchte jetzt nicht ganze Zeit nur in meinem Hotel bleiben, sondern auch vielleicht mal einen Tag einen Ausflug machen, dann kann man sich auch einen Fahrer mieten. Der führt dich dann eigentlich überall hin, wo du willst. Aber der kostet halt auch seinen Preis. Also da kommt man ungefähr bei 100 Euro bei raus. Sprich, man hat jetzt so Taxikosten in der Höhe von 220 Euro. Wenn man jetzt sagt, man belastet halt eben nur bei diesem einen Tag Ausflug, den man dann hat und sich halt wirklich alles mal so anschaut oder so viel, wie es halt geht, ist natürlich wieder jeden selbst überlassen, aber das wäre so ein kleiner Anhaltspunkt von unserer Seite, falls man sagt, man möchte sich in einem Hotel einbuchen dort. Und in der letzten Kategorie sind wir tatsächlich über dem Hotel, denn wir haben jetzt hier gerechnet für die 6 Tage, die wir waren, die Automiete, die lag bei 300 Euro bei dem günstigsten Modell und einen Tank hatten wir auch noch mal zum Bezahlen, der lag bei 50 Euro, also der Spritpreis sind hier ungefähr bei 1,70. Deshalb, ja, sind wir halt ein bisschen, was würde ich jetzt sagen, drüber über dem Hotel, aber waren natürlich viel flexibler unterwegs, musste jetzt nicht nur einen Tag so ein Ausflugsziel machen, sondern waren jetzt die letzten 3 Tage jeden Tag unterwegs, sind überall hingefahren. Und da muss ich schon sagen, wir lieben es einfach, dass wir so unabhängig sein können mit einem Auto. Aber ich verstehe es natürlich auch, wenn man sagt, hey, ich brauche kein Auto, ich will nur das Taxi ins Hotel und dort die ganze Zeit sein und das dort genießen. Deshalb, da muss halt einfach jeder für sich entscheiden, was er einfach lieber hat.
Und als kleines Fazit habe ich euch jetzt mal hier aufgelistet, wie viel der Hotelaufenthalt für 3 Nächte gekostet hat und wie viel der Apartmentaufenthalt für 3 Nächte gekostet hat. Am Ende muss einfach jeder für sich selbst entscheiden, was er lieber hat. Möchte ich jetzt einen wirklich tollen Luxusurlaub mit allem drum und dran und mich wirklich vom Feinsten bekochen lassen und einfach nur die Füße hochlegen und genießen? Oder möchte ich halt eben mich selbst verpflegen, schauen, dass ich irgendwo ein gutes Restaurant finde, wenn ich vegetarisch oder vegan bin? Das ist ja, wie man gesehen hat, eine eher dünne Auswahl war. Also dort, wo wir halt jetzt eben mal nicht mitten in der Stadt oder so, muss es jeder wie immer für sich selbst entscheiden, was er jetzt bevorzugt, ob man jetzt eben Backpacking macht und einfach so viel wie möglich von der Welt sehen will, aber zu einem günstigen Preis, dann kann man das auf Mauritius definitiv auch. Und wir fanden vor allem den Mix von beiden richtig cool, also dass man einfach auch mal in eine andere Gegend kommt, sich andere Sachen anschaut, wieder selbstständig unterwegs ist und je nachdem, was ihr einfach bevorzugt, würde ich euch dann sagen, schaut euch mal in dem Bereich um. In der Infobox verlinke ich euch auch unser Apartment, wo wir waren, weil das war echt super süß und toll und ja, ihr habt das ja eh gesehen. Deswegen können wir das wirklich vom wärmsten Herzen empfehlen und wie dem auch sei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht einen Daumen hoch, Kommentar würde ich mich riesig freuen und abonniert gerne den Account. Und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann!